Großartig. Ganz herzlichen Dank, Alexander, für dieses virtuelle Zeichen. Vielleicht auch ein sehr analoges, aber umso besser. Ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen zu dieser Sitzung, die ja den inhaltlichen Reigen sozusagen tatsächlich eröffnet, was ich kulturhistorisch total angemessen finde. Und ich hoffe, Sie stimmen am Ende dieser Sitzung zu, dass das so ist. Nee, Spaß beiseite. Das Tolle an diesem Studiengang ist ja, dass Sie so ein Netzwerk von hochinteressanten Disziplinen und Themen haben. Und genau das ist ja die Idee der Vorlesung, Ihnen das vorzuführen. Und wir gehen heute rein mit dem Thema dieser Sitzung Parthenon Fries Digital, Rekonstruktion und Restitution im Zeitalter virtueller Medien. Wir gehen rein in einen Nexus sozusagen von Fragen, die einerseits hochaktuell sind. Es wird um Restitutionsfragen gehen, ein ganz drängendes Thema der aktuellen Kulturpolitik. Aber gleichzeitig gehen wir auch ganz weit zurück natürlich zu einem der berühmtesten Monumente der Antiken und damit eben auch der europäischen Kunstgeschichte und Kulturgeschichte, eben den Fries am Parthenon-Tempel. Ich erkläre Ihnen gleich, was das ist und wo das war und Ähnliches. Und was mich hier interessiert, ist eben die Verbindung sozusagen von aktueller virtueller Medialität, Stichwort Digitalisierung, und eben genau diesen anderen Fragen. Was heißt das in Bezug auf Antike? Was passiert, wenn man solche so alten Dinge eben virtualisiert und medialisiert? Was leistet das? Was leistet das vielleicht auch nicht? Und wie hängen eben dann solche politischen Fragen zusammen, wie die nach Restitution und Ähnlichem? Das möchte ich Ihnen einerseits darlegen, das ist dann der Vorlesungsaspekt dieser Sitzung. Sie werden aber auch Gelegenheit erhalten, hier selber aktiv zu werden. Es gibt ein ganz neues, spannendes digitales Tool, wobei ich Tool fast ein bisschen unterschätzend finde, ist eigentlich sehr viel mehr, das tatsächlich dieses Kunstwerk in einer sehr avancierten Form präsentiert. Da sehen Sie also mal State of the Art. Ja? Wie geht das so mit antiken Kunstmedien und wie gehen wir damit heutzutage um? Und da wird es eben entsprechend Möglichkeit geben, hier auch aktiv zu werden. Das erkläre ich Ihnen aber gleich im Folgenden dann noch. Ich möchte damit starten, dass ich Ihnen dieses Monument, um das es heute gehen soll, kurz vorstelle. Parthenon, was heißt das? Sie kennen vielleicht solche Bildansichten. Ich habe eben schon gefrottelt mit Alexander Lasch. Teil unserer Fachkultur sind ja diese berühmten Exkursionen. Und im März ist es wieder soweit. Unser Institut fährt nach Athen. Und wir werden unter anderem natürlich dort die Akropolis besuchen. Und wenn Sie irgendwie so ein Bild dieses ikonischen Bauensembles vor sich haben, dann mag es vielleicht so oder so ähnlich aussehen. Das war mein Werbefoto sozusagen, mit dem ich für diese Exkursion Werbung gemacht habe. Und dieser große Tempel hier oben, nicht dieser Bau, der, wie Sie sehen, so halb eingerüstet ist, dazu sage ich auch gleich noch ein Wort, weil das auch so dazugehört zu unserem Umgang mit den antiken Dingen, Restauration und solche Sachen. Das ist eben der gerne sogenannte Parthenon, irgendwie so das Signaturding in der Skyline sozusagen des modernen Athen und zugleich eben tatsächlich eines der herausragenden Monumente, die uns aus der europäischen Antike erhalten sind. Wenn man einen Blick wirft auf einen Plan dieses Gebäudeensembles, ich zitiere hier gewissermaßen eine Abbildung aus der aktuell maßgeblichen Enzyklopädie zur Antike, dem gerne sogar Neuen Pauli, den Sie alle auch benutzen können, weil er nämlich lizenziert ist hier von der SLUB. Haben Sie also alle Zugriff drauf und da gibt es einen sehr schicken Kartensupplementband, wo man so alle möglichen Darstellungen kartenmäßiger Art findet. Das ist also ein Grundriss der sozusagen entwickelten Athener Akropolis, die war natürlich nicht sofort so da. Das ist Teil von Bauprogrammen, von Kulturpolitiken und Ähnliches. Und dieses große Gebäude hier, nicht zentral platziert gewissermaßen auf diesem Burgberg der Stadt Athen, mit dieser, wie Sie sehen, durchaus komplexen inneren Raumstruktur, das ist eben tatsächlich der sogenannte Parthenon, also genau das Monument, das uns hier interessiert. Ich präsentiere Ihnen einen ganz kurzen Steckbrief mit so ein paar Daten und Fakten, auf denen ich gar nicht allzu sehr rumreite, sondern die eher dazu dienen, Ihnen irgendwie das Wissen über den kulturellen Kontext zu geben, das Sie brauchen, um diese Fragen, die ich hier mit Ihnen erörtern will, heute zu verstehen. Der heißt Parthenon, weil er ein Standbild der Athener Parthenos enthielt. Parthenos heißt Jungfrau und die Göttin Athena, wie Sie vielleicht wissen, wenn Sie etwas vertraut sind mit antiken Mythen, war eben genau dies, Zeit ihres unsterblichen Lebens sozusagen, eben eine Jungfrau. Und Athena ist natürlich die Stadtgottheit Athens, nicht? Da gibt es eben genau die Verbindung, die der Name ja auch schon ausdrückt. Und es ist wohl ein Tempel, es gibt eine ganz spannende fachliche Diskussion darüber, ob der wirklich eine klassische Kultfunktion hat oder ob das irgendwie anders lief. Aber Sie sehen schon, der Bautyp, die Tatsache, dass es da diese Statue gab und alles das, was dazugehört, erlauben uns schon, es erstmal als Tempel eben anzusprechen. Erbaut, wie Sie sehen, in der Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus in erstaunlich kurzer Zeit. Nicht? Da hat man also richtig alle die Ressourcen in die Waagschale geworfen, die man eben hatte.
in einer ganz spannenden Phase, nämlich einer Phase, in der Athen insgesamt sehr stark wächst. Das gilt machtpolitisch, das gilt ökonomisch, das gilt aber eben auch kulturell. In einer Phase, die man gerne unter den Namen des Staatsmannes Perikles stellt, der dominierenden Figur des Athens dieser Zeit, die Zeit sozusagen nach dem Ende der Perserkriege bis dann weitere machtpolitische Auseinandersetzungen gegen Ende des 5. Jahrhunderts vor Christus kommen. Und diese Zeit, die insgesamt eben eine Blütezeit Athens ist, zeichnet sich auch dadurch aus, dass mit sehr großer Kelle gewissermaßen gebaut wird. Nicht große Bauprogramme, zumal auf der Akropolis, und der Parthenon gehört genau dahin. Unter den diversen Namen, die man unter dem Stichwort Architekt oder sozusagen Master of Ceremonies ja nennen könnte, möchte ich zumindest einen betonen, weil der auch irgendwie relevant ist für den Teil des Monumentes, der uns gleich näher interessiert, nämlich den Phidias, den wahrscheinlich berühmtesten Bildhauer der Antike. Falls der Name Ihnen nicht sagte, können Sie ihn jetzt in Ihre Mindmap sozusagen der europäischen Kunst- und Kulturgeschichte eintüten. Der hatte so eine Art Oberaufsicht, wie wir aus diversen Quellen wissen, über dieses ganze Projekt. Das ist immer eine spannende Frage, hat auch selber Hand angelegt. Und welche dieser Skulpturen könnten vielleicht von ihm sein? Sicherlich ein Team, das da gearbeitet hat, und viele Leute werden da notwendig gewesen sein. Aber das ist sicherlich ein Name, den man hier erwähnen muss in diesem Zusammenhang. Das Gebäude insgesamt zeichnet sich durch eine sehr raffinierte und sehr ausgetüftelte Architektur aus, die gegenüber dem sozusagen klassischen Setup griechischer Tempel einige Verfeinerungen, Optimierungen und Ähnliches mit reinbringt. Ganz, ganz spannendes Thema, das ich hier aber nicht näher ausführe. Und insbesondere ist es berühmt gewesen schon in der Antike für seinen sehr aufwendigen Bauschmuck. Also der Archäologe spricht ja gerne von Bauplastik, sozusagen als Gattungsbezeichnung für diese Art der antiken Kunst. Also Skulpturen, die eben an Gebäuden angebracht waren, sie schmückten, aber auch eine Aussage natürlich transportieren. Und das ist in der Tat hier bei diesem Tempel, bei diesem Parthenon sehr bemerkenswert. Unter diesen diversen Teilen des Tempels, die so ausgearbeitet waren, mit Bauschmuck in verschiedener Form verziert gewesen sind, ist besonders berühmt der sogenannte Fries des Parthenon. Das ist genau der Teil, auf den ich hier das Augenmerk lege. Es ist vielleicht wichtig, diese sozusagen gedankliche Bewegung nachzuvollziehen. Das Gebäude als Ganzes ist was, was uns auch irgendwie natürlich beschäftigen wird heute, weil mich interessiert spezifisch dieses eine besonders berühmte Kunstwerk, das an diesem Gebäude angebracht war. Da kann man sogar sagen, Teil dieses Gebäudes war, weil sich eben an diesem konkreten Teil des Gebäudes in besonderer Weise diese Fragen festmachen, die mich hier interessieren. Was heißt Digitalisierung und Medialisierung unter dem Vorzeichen eben digitaler Medien? Was ist mit diesen Restitutionsdebatten, was ist mit Kunstwerken, die irgendwo hinkommen und nicht mehr da sind und Ähnliches? Genau das sind Fragen, die eben vor allen Dingen an diesem konkreten Teil dieses ohnehin sehr spannenden und sehr lohnenden Monuments sind. Und da biege ich jetzt schon ein auf diese digitale Ressource, die ich hier in dieser Vorlesungssitzung ins Zentrum stellen möchte. Eine Webseite, die ganz eben diesem Fries des Parthenon gewidmet ist. Da sehen Sie auch schon, dass das offenbar auch heute noch interessiert. Ne? Sonst würde man das ja nicht machen. Und ich sage hier gleich dazu, genau, Sie können das auch gerne einfach schon mal aufrufen. Ich tue das hier auf dem Screen auch. Und auch alle, die streamen oder es nachher anschauen, können das genauso tun. Ich habe den QR-Code auf die Folie gesetzt. Und die Adresse ist auch nicht übermäßig schwer zu merken. parthenonfries.gr. Sie sehen also daran, dass da offenbar, wie soll ich sagen, immer noch erhebliche kulturelle Energie hinter ist, ja, hinter diesem Monument und hinter diesem Teil des Monumentes, hinter diesem Fries, dass man tatsächlich eine, wie Sie gleich sehen werden, sehr aufwendig gemachte Webseite hat. Bevor ich Sie gleich selber erstmal loslasse auf diese Webseite, dass Sie schon mal was erkunden können und einem Suchauftrag nachspüren können, will ich Ihnen aber eines nicht vorenthalten. Das können Sie, wenn Sie mögen, auch alle an Ihren eigenen Geräten gerade mal nachvollziehen. Es ist ziemlich interessant, einen Blick auf die Credits dieser Webseite zu werfen, also gewissermaßen das Impressum. Das können wir gerade mal hier zusammen tun. Und dann sehen Sie hier eine ganze Reihe von Namensnennungen und nicht zuletzt eben hier mehrere Logos und Copyright-Angaben. Und was Sie sehen als Haupt-Copyright-Angabe hier ist das Ministry of Culture and Sports. Acropolis Museum, Acropolis Restoration Service. Ich gehe gleich noch näher auf diese diversen Services sozusagen des griechischen Kulturministeriums ein. Kurz gesagt, um es auf den Punkt zu bringen, diese Webseite ist vom griechischen Staat gemacht worden, ja, und gehört offenbar irgendwie in die Kulturpolitik des griechischen Staates hinein, eben auch in die ganz aktuelle, nicht 2022 als Copyright-Datum.
Und warum das so ist, weswegen da, wie ich eben sagte, diese kulturpolitische Energie hinten ist und warum der griechische Staat in sowas investiert, ist eine ganz spannende Frage, an der man sehr viel lernen kann, auf die ich auch gleich im Folgenden noch näher zu sprechen. Das wollte ich aber nur vorweg schicken, um Sie schon auf die richtige Spur zu setzen, nicht, was hier interessiert und worum es geht. Und dann gebe ich Ihnen aber den ersten von insgesamt zwei Eigenarbeitsaufträgen in dieser Sitzung einfach schon mal direkt gewissermaßen rein. Klicken Sie sich doch mal auf die Startseite dieses großen Webangebotes und gehen Sie folgender Frage nach. Parthenon Fries, das habe ich jetzt einfach so genannt, dieses Wort, und ich denke, die Vokabel Fries haben alle irgendwie schon mal gehört, vielleicht haben Sie sogar schon mal einen gesehen. Aber was heißt denn das jetzt eigentlich, nicht in Bezug auf so einen antiken griechischen Tempel? Was bedeutet Fries und ganz konkret gefragt, wo an diesem Gebäude befand der sich eigentlich? Sinnvollerweise erklärt diese Webseite das, nicht, die überhaupt einen sehr didaktischen Anspruch gewissermaßen hat, auch einen wissenschaftlichen, wie ich gleich dazu sage, aber eben doch auch einen vermittlungstechnischen. Geben 10 Minuten, gehen Sie mal rein in diese Seite, machen Sie sich mit der Navigation vertraut, kriegen Sie ein gewisses Gespür dafür und jagen Sie mal dieser Frage. Ja, wo war dieser Fries und was heißt das eigentlich? Ich glaube in der Tat, dass größere Bildschirme dankbarer sind als kleine, geht sicher auch auf Smartphone, aber was Sie Tablet oder Laptop haben, das ist, glaube ich, etwas gewinnbringender, damit zu arbeiten. Genau, da geht der Bildschirm auch sehr gut. Oben ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort, ne? In der Tat. Weitere Ergänzungen dazu? Da hinten gab es auch eine Meldung, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ja, genau, also oberhalb von Säulen der Zeller, wenn es den exakt verstanden genau, habe. Sehr gut. Das Gebäude, wie umfasst, glaube ich. Exakt. Genau. Genau. Sehr richtig. Und was heißt da nicht Fries? Das kann man vielleicht auch von der allgemeinen Bedeutung des Wortes her erschließen, aber wie muss man sich das jetzt vorstellen? Bordüre war eben schon so ein Wort, gefällt mir gar nicht schlecht. Wäre jetzt nicht der archäologische Fachbegriff, aber macht ja gar nichts. Ne? Wie kann man das vielleicht kurz charakterisieren? Wie funktioniert der offensichtlich, das Bildmedium sozusagen? Ja. Ich würde es als umlaufendes Wandrelief bezeichnen. Genau. Also es ist schmal, ne? Langgestreckt. Und hat damit auch wie so eine Art Links-Rechts-Richtung sozusagen. Man könnte fast überlegen, kann man das quasi lesen, in dicken Anführungszeichen. Bildwissenschaftlich eine ganz schwierige Frage, wie ist das so mit Bildern und Lesen und Ähnlichem, gibt es da Verbindungen, ist das was anderes? Aber das kommt schon irgendwie relativ nah. Man kann vielleicht irgendwo anfangen, ja, kann man in der Tat, an einer Ecke beginnt die Darstellung sozusagen, zieht sich dann rum, das zeige ich Ihnen gleich noch im Folgenden. Also in der Tat, ein Bildmedium, das allein aufgrund seiner Form, seiner Ausrichtung die Betrachtung doch stärker steuert, als es vielleicht andere Formen von Bildmedien, andere Bildfelder tun würden. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Und das kann man so für die Interpretation dieses Bildes, die hier auch eine Rolle spielen soll, natürlich neben Fragen von Digitalisierung und politischen Debatten ähnlichem, das können wir uns, glaube ich, schon mal vormerken, weil das dafür ganz wichtig ist. Großartig, vielen Dank. Dann hat offenbar die Informationsfunktion in dieser Hinsicht durch diese Ressource schon mal funktioniert. Ich gehe mal kurz wieder zurück an meinen eigenen Computer, weil ich Ihnen noch ein, zwei Dinge tatsächlich präsentationsmäßig zeigen möchte, bevor wir auch gleich die Sache ein bisschen weitertragen. Aber sehr gerne. Bitte. Ja. Ich hatte nämlich nur bei dem Export of Christmas durchgeklickt und im nördlichen Teil wurde gesagt, da fehlten Blöcke, um einem Kirchenfenster genau zu machen. So ist es. Das würde zwischendurch mal später sogar als Moschee, in der Tat. Das spiegelt die sehr reiche Kulturgeschichte dieses Gebäudes wider. Sagt man das typische Phänomen, ne? Man hat eine schicke PowerPoint und die ist voll linearisiert und gescriptet, der Punkt kommt noch, aber eigentlich später. Aber ich ziehe ihn auch gerne ein Stück weit vor sozusagen, denn das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich schalte einfach kurz weiter, ich komme auf die anderen Dinge gleich noch zu sprechen. Dieser Steckbrief sozusagen hat nämlich einen zweiten Teil. Das eine war die Ursprungsgeschichte gewissermaßen, nicht das Monument in der Antike und dann irgendwie die Frage nach der Antike.
In der Tat wurde er zwischenzeitlich als Kirche genutzt. Das ist gar nicht so ungewöhnlich und in der Kulturgeschichte etwas, das sehr oft passiert ist. Nicht? Neue Religionen, neue Kulte nutzen die Stätten sozusagen weiter, die vorherige Formen von Religion und Kultus hatten. Und das gibt es gar nicht mal selten, dass eben antike Tempel dann umgenutzt wurden in Kirchen. Oft sind das gerade dann die Gebäude, die uns besonders gut erhalten sind. Nicht? Wenn man sie dann eben weiter nutzt, dann kommen sie durch die Zeiten gewissermaßen. Das war hier auch so und später dann in der Tat in der osmanischen Zeit, nicht? Im Athen wie ganz Griechenland war dann eben zu gewissen Zeiten, da reden wir jetzt dann schon über die Neuzeit, tatsächlich eben Teil des Osmanischen Reiches. Da hat man es dann tatsächlich auch in eine Moschee umgewandelt und auch anderweitig genutzt, durchaus auch militärisch. Und das ist ein Punkt, der auch ganz wichtig ist für die Geschichte dieses Gebäudes. In einem der vielen kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Venedig und dem Osmanischen Reich im späten 17. Jahrhundert landet ein venezianisches Schiff einen echten Blattschuss sozusagen und trifft das in diesem Tempel untergebrachte osmanische Pulvermagazin. Und das ganze Gebäude fliegt buchstäblich in die Luft. Ein noch schlimmeres Schadensbild sozusagen als das, was vorherige Umbauten angerichtet hatten. Denn alles in allem ist das Gebäude als solches und auch was die Bauplastik angeht, nicht die Kultstatue im Inneren, die ist schon früher verloren gegangen, aber das Gebäude als solches mit seiner Baudekoration ist eigentlich ganz gut durch die Zeiten gekommen. Aber das ist natürlich ein Schlag im Wortsinne. Und dann gibt es eben noch einige weitere Stationen. Ich ziehe das, wie gesagt, hier vor den Punkt, angelehnt an Ihre Frage sehr gerne, die auch wichtig sind. Jetzt kommen wir schon zur Sache mit der Restitution, denn Sie ahnen wahrscheinlich schon, was das heißt. Also Restitution heißt ja Rückgabe. Und solche Debatten kommen ja immer dann auf, wenn etwas nicht mehr an dem Ort ist, an dem es eigentlich ursprünglich mal war. Etwas meint natürlich jetzt hier Kulturgüter, Kunstschätze und ähnliches. Nicht? Und das ist hier tatsächlich passiert. Das passiert im frühen 19. Jahrhundert, im Jahre 1801 fortfolgende. Lord Elgin entfernt eine ganze Reihe dieser Parthenon-Skulpturen, so knapp die Hälfte des Frieses und auch andere Teile, sowie auch weitere Teile anderer Gebäude und Monumente dort auf der Akropolis. Möglicherweise, das war seine eigene Darstellung, mit Genehmigung der osmanischen Behörden, aber das ist schon heftig umstritten, ob es die in der Form gab, jedenfalls so, dass sie diese Aktion deckte und selbst wenn das so gewesen sein sollte, ne, Fragwort, fraglich Legalität, Legitimität und ähnliches, da setzt also die Debatte schon ein. Und sie landen dann letzten Endes über eine etwas verwickelte Geschichte mit mehreren Stationen im British Museum, wo sie bis heute gezeigt werden als sogenannte Elgin Marbles. Also wenn dieser Begriff irgendwann mal unterkommt, die heißen Elgin Marbles wegen diesem Lord Elgin, der sie akquiriert hat, um es erstmal mit einem möglichst neutralen Wort irgendwie zu belegen. Und sie befinden sich bis heute jedenfalls zum größten Teil tatsächlich eben unter diesem Titel gewissermaßen im British Museum London. So, und deswegen macht sich daran eben tatsächlich eine auch bis heute andauernde Restitutionsdebatte fest. Ich glaube, da gab es noch eine Frage, sehr gerne. Nein? Dann habe ich es. Ja. Ja, gerne. Gibt es da Forderungen, die ja, ganz konkrete. Forderungen, die sehr kontinuierlich vom griechischen Staat und auch von der griechischen Gesellschaft erhoben werden. Das ist etwas, worauf sich in Griechenland alle einigen können, über Parteigrenzen hinweg, über soziale Milieus hinweg, über andere Fragen hinweg. Diese Forderung wird sehr kontinuierlich erhoben, regelmäßig vorgebracht. Es gibt Auf und Abs der Debatte sozusagen. Es gibt immer wieder so einzelne Hotspots, wo sie sich neu entzündet. Ein Beispiel dafür nenne ich gleich. Aber sie war eigentlich immer da. Und was ich hochspannend finde, und in dieser Hinsicht wird das oft unterschätzt, diese Debatte ist sehr alt. Schon im 19. Jahrhundert war diese Aktion heftigst umstritten. Die viel zitierten Philhellenen, die Freunde Griechenlands sozusagen, die es ja in großer Zahl gab im 19. Jahrhundert, zumal dann im Vorfeld sozusagen der Unabhängigkeit des griechischen Nationalstaates, da reden wir dann über die 1820er, aber eben nur kurze Zeit später, nicht? Das lag in gewisser Weise in der Luft, waren zum Teil sehr hart dagegen. Auch in Großbritannien gab es im öffentlichen Diskurs solche Stimmen und solche. Und deswegen ist das sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir assoziieren Restitutionsdebatten oft mit dem außereuropäisch wirkenden Kolonialismus europäischer Mächte, nicht? Und verorten das dann oft im postkolonialen Umfeld. Also, nicht? Die gehen dann zurück, diese Kolonialreiche fallen, die Staaten werden unabhängig, die Gesellschaften. In der Regel ein Prozess, der eben im 20. Jahrhundert dann stattfindet, zumal eben nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann, so stellen wir uns das oft vor, kommen diese Diskurse, kommen diese Debatten, kommen diese Forderungen auf. Aber diese Sache hier ist doppelt interessant. Nicht nur, weil sie zeigt, dass wir dieses Problem in Europa selber haben. Wir sind oft geneigt, das auf so ein Ding Europa und außereuropäische Räume und Kulturen zu beziehen. Nein, das ist eine Frage innerhalb Europas.
Und sie ist in Wahrheit eben sehr, sehr alt. Und da spielt eben die europäische Antike eigentlich eine ganz wichtige Rolle. Und wenn Sie unter dieser Brille, mit dieser Problemwahrnehmung sozusagen mal schauen, auf Museen, auf die Frage, wie die Sammlungen zustande gekommen sind, wo das eigentlich herkommt, wer das da wie hingebracht hat, dann muss man gar nicht nur auf solche Stücke schauen, wie die viel diskutierten Benin-Bronzen zum Beispiel. Ich glaube, so aktuell das bekannteste Beispiel aus diesem postkolonialen Umfeld nicht. Da kann man auch mal eben auf die europäische Antike schauen. Man kann durchaus die Frage stellen, ist das nicht in Wahrheit auch eine koloniale / postkoloniale Situation? Nicht? Griechenland unter der Herrschaft des Osmanischen Reiches, ne? Ganz heikle Frage. Dann kommt dieser Lord Elgin und sagt, ich habe aber einen entsprechenden Beschluss sozusagen aus Istanbul, ja, und darf das jetzt? Und Sie ahnen schon, welche Fragen da eigentlich aufbrechen, dass die Griechen natürlich sagen, ja, uns hat man nicht gefragt, ne? Und was ist eigentlich bitteschön die Legitimität dieser Machtstruktur gewissermaßen und kann man darauf ernsthaft Eigentumsansprüche an einem Kunstobjekt begründen, das seinen Platz ursprünglich nun mal unstrittig an diesem Gebäude hatte? Nicht? Also da kommt alles sozusagen zusammen, was diese Restitutionsdebatten ausmacht, aber mit den zwei interessanten Dingen, wie gesagt, sehr alt, schon vom Beginn des 19. Jahrhunderts her und eben etwas, das uns sozusagen in Europa direkt betrifft. Ne? Und das, glaube ich, macht es spannend, sich mit diesem Gegenstand zu beschäftigen. Nun sagte ich eben schon, das hänge ich hier gleich an, dass diese Debatte, die sehr kontinuierlich läuft und die übrigens interessanterweise bislang nicht wirklich in die rechtliche Sphäre getragen wurde. Damit meine ich nicht, dass rechtliche Argumente keine Rolle spielen würden. Doch, das tun sie sogar sehr stark. Wie ich eben schon sagte, die Position bis heute des britischen Museums und durchaus übrigens auch der britischen Regierung in auch erstaunlicher Kontinuität ist die, nein, legal erworben, gehört uns, Eigentumsanspruch sozusagen rechtlich bestätigt, wir müssen also nicht zurückgeben. Entsprechend Gegenargumente werden natürlich von der anderen Seite, der griechischen Seite, vorgebracht. Aber es gibt jetzt dann keinen Versuch der griechischen Seite, das nun irgendwie einzuklagen oder irgendwie im harten rechtlichen Sinne geltend zu machen. Das ist etwas, das eher kulturpolitisch betrieben wird. Und ich glaube, das ist auch interessant. Diese Webseite, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, ist, glaube ich, gar nicht nur so unschuldig halt ein Visualisierungsmedium. Das ist auch ein Statement natürlich. Das gehört eben in diese kulturpolitische Bemühung rein, klarzumachen, eigentlich haben diese Monumente ihren Ort eben, so die griechische Position, in Athen, nicht? Und eben nicht irgendwie woanders. Und noch so etwas wie diese Webseite gehören in diese kulturpolitischen Bemühungen rein. Zwei Punkte sind, glaube ich, interessant, oder gerne die Frage dazu direkt. Ja, ich kann noch eine Frage, wie sieht das mit Deutschland aus? Also München ja. Ist ja auch in der Antike exakt. Auch ein Teil, also exakt. Ist die Haltung von Deutschland zu dem Thema? Exakt genau dieselbe wie im Britischen Museum. Sehr, sehr hart, also ehrlich gesagt überraschend hart. Nicht? Das kann einen schon verwundern, auch angesichts des breiteren Kontextes einer insgesamt sehr stark betriebenen Restitutionsdebatte. Und konkret natürlich auch an diese Institutionen, die Sie nennen, München, sind diese Forderungen sehr direkt gestellt worden. Und die Statements sind sehr, sehr hart dort. Auch genau so, alles rechtmäßig, kein Grund zur Debatte. Und gerne mit einem Argument, das ich auch aus fachlicher Sicht irgendwie heikel finde, dass man irgendwie annähernd so argumentiert, im Grunde um fast ein Glück, ja, dass das da gelandet ist, was wäre sonst passiert, durch die Zeitläufe, ne, angebracht am Gebäude, Umweltverschmutzung, Zerstörung und so weiter und so fort. Sehr heikle Argumentationen, ehrlich gesagt, die aber in der Debatte schon auch immer noch da sind. Ne? Das ist übrigens auch interessant, man sieht, dass bestimmte Argumente sozusagen ihre Zeiten haben. Die kommen und gehen, manche kann man nicht mehr guten Gewissens vorbringen oder meint man jedenfalls, dann kommen sie doch wieder. Das ist also gar nicht so einfach. Und natürlich kann man diese Fragen für sehr viele deutsche Museen stellen. Nicht? Denken Sie an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit den großen Museen Berlin, Pergamonaltar und ähnliches. Der war natürlich in Pergamon, hatte dort klar seinen Ort. Also schwierig, ne? Wie man das so beurteilen soll. Ich überlasse das Ihnen, sich Ihre eigene Meinung zu bilden, aber es ist ein Diskurs, der interessant ist. Man lernt daran eben eine ganze Menge. Es gibt natürlich so Punkte, wo sich Dinge in diesem Diskurs verändern. Und das sind die beiden letzten Punkte, die vielleicht erstmal etwas technisch klingen, aber es in Wahrheit gar nicht sind, die ich noch auf dieser Überblicksfolie habe. Mit der Akropolis und konkret eben insbesondere dem Parthenon als Gebäude verbinden sich nämlich zwei Institutionen, die aus verschiedenen Gründen wichtig sind. 1975 wird ein sehr groß angelegtes Projekt gestartet, das aber faktisch jetzt eine dauerhaft arbeitende Institution ist, der, wie man auf Englisch sagt, Acropolis Restoration Service. Das ist genau eine der Institutionen, die diese Webseite auch per Copyright gezeichnet haben, gewissermaßen. Ein Projekt, das allgemein anerkannt ist, als eines, das Maßstäbe setzt. In der Art, wie unterhält man eigentlich so ein Gebäude oder so ein Gebäudeensemble letzten Endes. Es geht natürlich nur um Parthenon, es geht um diese ganze Akropolis.
Was heißt, nicht wir sagen so schön auf Englisch Heritage Management, was heißt das? Wie gehen wir damit um? Was ist die richtige Strategie? Soll man es einfach komplett wieder aufbauen? Könnte man natürlich, aber was ist dann mit der Frage von Originalmaterial, neuem, das man reinträgt? Soll das sichtbar sein? Muss das im Prinzip auch wieder alles rückgängig zu machen sein? Kurz gesagt, ja, so würde man diese Fragen heutzutage beantworten, nicht? Deswegen ist dann aber sehr aufwendig natürlich, diesen ruinösen Befund, zumal durch diese Sprengung im späten 17. Jahrhundert, dann eben mit Interventionen reinzugehen, Dinge teilweise zu ergänzen, ist schon annähernd wieder aufzubauen, aber eben nicht mit der Idee Tabula Rasa zu machen, aus verschiedenen Gründen. Also für diese Debatte ist das eine unglaublich wichtige Institution. Wenn Sie das je interessiert, wenn Sie damit mal konfrontiert sind, nicht diesen Fragen, was heißt Restaurierung, wie weit darf man damit gehen, welche Interessen sind da zu verfolgen, nicht? Die Tourismuswirtschaft hätte ihre Sicht, die Archäologen vielleicht eine andere, das muss nicht auseinandergehen, kann aber auseinandergehen. Wie verhält sich ein Staat dazu? Das ist eine sehr heiße Frage für die griechische Kulturpolitik, die auch viel und intensiv diskutiert wird. Und diese Institution ist dafür sehr wichtig und hat viele Maßstäbe gesetzt, die vorher so klar eigentlich gar nicht waren. Und es gibt Restaurierungsaktivitäten, die bis heute andauern, ist völlig klar, die wird es immer geben. Wenn man damit je fertig ist, was man diesen Zustand überhaupt definieren kann, fängt man vorne wieder an. Das ist völlig klar. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, ein Punkt, der wichtig ist. Und deswegen fallen eben eigentlich solche Argumente wie, naja, aber die waren da ja gewissermaßen nicht sicher, nicht? Diese Kunstwerke und ähnliches. Selbst wenn sie je vertretbar gewesen wären, solche Argumente, kann man sie heute eigentlich guten Gewissens, würde ich sagen, nicht mehr vorbringen, weil die Verhältnisse so nicht sind. Ein zweiter Punkt in dieser Hinsicht, vielleicht sogar noch wichtiger, auch sozusagen als gebautes Zeichen. 2009 wird ein neues Akropolis-Museum eröffnet mit einer auch sehr avancierten Architektur und einer sehr avancierten Museografie. Dass das alte Museum, das auf der Akropolis selber angelegt war und platzmäßig sehr eingeschränkt war, ersetzt durch eine neue, sehr viel größere Architektur, die sicherlich auch ein gebauter Anspruch sozusagen ist, nicht? Und das Signal, hier, jetzt, bitteschön, gibt es den Ort, gibt uns die Dinger wieder zurück aus London. Jetzt gibt es das neue, zeitgemäße Museum hier, das die Dinger aufnehmen kann. Die Teile, die eben letzten Endes über Lord Elgin dann in London gelandet sind. Und das ist natürlich auch ein Punkt, sicherlich, der kulturpolitisch sehr viel Energie gewissermaßen dahinter setzt, nicht? Diese Idee, dass man jetzt auch wirklich mit gutem Fug beanspruchen kann. Es gibt eine Institution auf internationalem Niveau, die das eben tatsächlich aufnehmen kann und ähnliches. Was es in gewisser Weise, würde ich sagen, überraschend ist, dass man solche Argumente immer noch findet in der Debatte. Aber solche Debatten sind eben auch zäh. Sie hören daraus, dass meine sozusagen fachliche Haltung die ist, dass ich glaube, dass es irgendwann tatsächlich zu einer Art von Restitution kommen wird. Das ist eine Hypothese. Die Debatte ist noch nicht an diesem Punkt. Interessanterweise ist sie für dieses innereuropäische Problem noch nicht an diesem Punkt. Für diese im engeren Sinne postkoloniale Frage ist sie an manchen Punkten schon deutlich weiter. Und da gibt es sicherlich auch Verbindungen in diesem Diskurs, auch wenn sie manchmal nicht explizit gezogen werden. Ich nehme an, es wird irgendwann dazu kommen, was auch immer das dann für die größere Kulturpolitik bedeutet, nicht? Das ist ja auch so eine Frage, wird dann einfach alles restituiert? Das ist praktisch nicht möglich und sicherlich auch nicht sinnvoll. Und ich kann vielleicht, wenn Sie irgendwie einen fachlichen Zugriff auf diese Debatte haben wollen, und das ist der letzte Punkt, den ich mache, bevor wir dann auch gleich nochmal zurückgehen sozusagen zu dieser digitalen Ressource, kann ich Ihnen vielleicht eine fachliche Unterscheidung an die Hand geben, die, glaube ich, Sinn macht. Wenn wir es mal über diese europäisch-antiken Kunstgegenstände, Monumente und so weiter reden. Ich glaube, es spielt eine Rolle, dass wir hier über diese Gattung, wie ich das eben schon sagte, Bauplastik. Das ist eben ein Kunstwerk, das gezielt geschaffen worden ist für ein bestimmtes Gebäude und das damit auch baulich verbunden ist. Also wenn Elgin oder seine Leute das da weggenommen haben, dann mussten in vielen Fällen diese Platten, sofern sie noch am Ort waren, eben auch wirklich baulich aus diesem Verbund entfernt werden, was, glaube ich, sehr klar macht, auch was da wirklich passiert ist, nicht? Es gibt natürlich auch ganz andere Formen antiker Kunstwerke, andere Medien, denken Sie auf diese berühmten griechischen Vasen, wie man die ja nennt, die sind schon damals in durchaus größerer Menge hergestellt worden, sind exportiert worden, man hat sie oft gar nicht in Griechenland gefunden, sondern zum Beispiel Italien, ja, in dem Kontext von Gräbern sehr oft, wo man sie offenbar für bestimmte soziale Schichten eben dann eingesetzt hat, nicht als Grabbeigaben und ähnliches, und dafür hat man sie eben importiert aus Griechenland. Das macht einen Unterschied. Ich glaube, keiner würde auch in Griechenland sagen, jede Vase, die jemals hergestellt worden ist, Athen, Korinth oder sonst wo, muss restituiert werden jetzt an den modernen griechischen Staat. Das wäre praktisch nicht zu bewältigen und würde, glaube ich, auch von der, wie soll man sagen, der Dynamik und der Qualität dieser Kunstwerke her wenig Sinn machen, wenn die schon in der Antike so gewandert sind, wenn man sie exportiert hat und ähnliches.
Und ich finde, diese solche Unterscheidungen, auch der genaue Blick darauf, über welche Art von Kunstwerk reden wir eigentlich, hatte das seinen Ort? Ist das wirklich irgendwo gewesen und dafür auch gedacht gewesen? Oder gibt es da eher lose Bindungen sozusagen? Waren das gewissermaßen schon Traveling Objects auch in der Antike? Das spielt eine wichtige Rolle und ich glaube, dann versteht man auch besser, warum sich an so bestimmten Dingen in besonderer Weise solche Restitutionsdiskurse festmachen, bei anderen vielleicht. Das vielleicht als kurze Einschätzung, die irgendwie eine fachliche ist, wenngleich hier schon auch irgendwie sicherlich eine Art Meinungsäußerung ist, das hören Sie, glaube ich, auch raus. Ne? Sie sind alle völlig frei, sich ihre eigene Meinung zu bilden. Man kann natürlich bestimmte Argumente vorbringen in die eine und die andere Richtung. Trotzdem, glaube ich, gibt es eine gewisse Dynamik, dass die Zahl der Argumente, die man wirklich noch vorbringen kann, wirklich als Argumente für den Status quo gewissermaßen irgendwie enger werden. Und das, so kann man, glaube ich, diese kulturpolitische Strategie, die man seitens Griechenlands am Werk sieht, auch charakterisieren, genau diesen Effekt sicherlich irgendwie zu erzielen. Da gehört sicherlich diese digitale Ressource. Bevor wir jetzt gleich versprochen nochmal zusammen einen Blick auf diese Webseite werfen, weil es nämlich ein ganz konkretes Feature gibt, das ich ziemlich interessant finde und das, glaube ich, auch zeigt, wie sich dieser Diskurs da widerspiegelt, will ich aber doch Ihnen zwei Bildeindrücke sozusagen noch an die Hand geben, gewissermaßen auch als Ergebnissicherung dieses kleinen Rechercheauftrags, den Sie da gerade bekommen hatten. Also der Fries, das sehen Sie hier in diesem Schema, ist diese Stelle, die gewissermaßen so halb innen sozusagen liegt, nicht? Also eben außen an der Zellerwand, wie eben jemand schon Daumen hoch dafür, ja, mit dem Fachbegriff sagte. Also irgendwie außen, man muss nicht buchstäblich in das Innerste des Gebäudes sagen rein, das durfte vermutlich auch nicht jederzeit, das ist auch klar, da gibt es Türen und die sind dann sicherlich auch mal irgendwie zu, ne? Auch eine ganz spannende Frage, wer sieht was und wie ist was zugänglich und ähnliches. Also es ist irgendwie außen, aber eben jetzt doch nicht wirklich buchstäblich die äußerste Bildfront gewissermaßen. Nicht? Da gibt es andere Elemente, diese sogenannten Metoden, diese quadratischen Elemente, die in dieser Art des Tempeltyps, das ist eben ein dorischer Tempel, nicht dann außen angebracht sind, wirklich ganz außen, ganz umlaufend, oberhalb der äußeren Säulenstellung. Also Sie sehen, es ist ein komplexes Zusammenwirken verschiedener Bildfelder, die alle bespielt werden, nicht? Mit Skulpturen, mit Bauplastik in verschiedener Form. Und der Fries zeichnet sich eben tatsächlich dadurch aus, dass er diese ganz durchlaufende Struktur hat und wie so eine Bordüre, mir gefällt der Begriff nach wie vor gut, tatsächlich um diesen Teil des Gebäudes kreist. Sehr intuitiv finde ich dieses schöne Beispiel der Historienmalerei des 19. Jahrhunderts von Alma Tadema, Lawrence Alma Tadema, sicherlich einem der berühmtesten, vielleicht der berühmteste Maler dieses Trends gewissermaßen, nicht sich der Antike im Medium der neuzeitlichen Malerei, konkret der Malerei des 19. Jahrhunderts, zu vergewissern, diese sehr imaginative Szene Phidias, nicht das Mastermind sozusagen hinter diesem Skulpturenprogramm, zeigt seinen Freunden den Parthenon-Fries. Wo gemerkt, das ist keine wissenschaftliche Rekonstruktion, eher eine künstlerische Vision, ne, natürlich ganz in den Linien dieser Historienmalerei des späten 19. Jahrhunderts, aber vielleicht ein ganz schöner Bildeindruck und schon irgendwie, sagen wir mal, clever gemacht. Ne? Man sieht diese Situation, ne? Man muss hoch, also diese Vorstellung, dass da eine Art Gerüst gibt, nicht? Also direkt unterhalb des Gebälks, das Sie hier sehen, läuft dann eben um diese Zellerwand der Fries rum, farbig, wie Sie sehen, ja? Was grundsätzlich tatsächlich genau der Punkt ist. Vielleicht nicht genau so, und das ist sicherlich jetzt auch Vorstellungskraft und Fantasie, nicht die Seite des Malers hier wirkt, aber ja, der war farbig gefasst, wie wir das überhaupt für antike Skulpturen erstmal als Standard annehmen dürfen, dass das so gewesen ist. Spannende Frage auch, die die Forschung viel bewegt. Und dann, glaube ich, wird die Frage nach der Sichtbarkeit auch gleich ein bisschen leichter beantwortet. Die Farbe unterstreicht natürlich die Bildzeichen gewissermaßen, die einem hier geboten werden. Und dann muss man eben tatsächlich nur einfach den einen Schritt gewissermaßen in diese Säulenreihe reinmachen und kann dann auch als Besucher, ohne wie gesagt Zugang zum eigentlichen Inneren zu haben, dann doch tatsächlich diesen Fries auch sehen. Also wir können die Sichtbarkeit schon erstmal annehmen. Das vielleicht nochmal als Eindruck. Wie gesagt, lassen Sie mich das betonen, das ist nicht in dem Sinne eine wissenschaftliche Rekonstruktion, eine künstlerische Aneignung, ein spannendes Stück der Rezeption, aber doch etwas, was ich Ihnen als Bildeindruck nicht vorenthalte. Um nun aber tatsächlich noch einmal an diesem Punkt zurückzuschalten auf diese Webseite, möchte ich Ihnen direkt im Anschluss an diese Restitutionssache ein Feature sozusagen zeigen, das mir, glaube ich, sehr gut auf den Punkt zu bringen scheint, was hier sozusagen Sache ist. Neben diesen Überblickssektionen, dieser Einführung, diesen vielen Informationen, die, wie Sie vielleicht schon festgestellt haben, auch sehr stark und sehr explizit unterlegt werden
mit Forschungsliteratur. Das ist auch der Anspruch dieser Webseite, tatsächlich auf der Höhe der Forschung zu arbeiten. Gibt es dann natürlich die eigentliche Präsentation des Frieses, die doppelt gemacht wird. Und das möchte ich mit Ihnen im Folgenden noch etwas näher erkunden. In einem Falle so, dass ich Sie gewissermaßen an die Hand nehme, im anderen so, dass Sie nochmal einen Sehauftrag bekommen und selber nochmal was tun dürfen. Zum einen in Form eines, naja, gewissermaßen einer Art von Bildbrowser, wo einem dieser Fries gezeigt wird. Das ist diese Visualisierung, die hier eben tatsächlich läuft. Man kann dann sich eben an die Seiten gewissermaßen vorklicken. Ich wähle aus verschiedenen Gründen einmal die Ostseite, weil die für das, was ich Ihnen zeigen möchte, besonders interessant ist. Und dann gibt es eben diese Visualisierung Block für Block gewissermaßen, nicht? Mit einer, auch einer Art Index gewissermaßen, dass die Figuren hier durchnummeriert sind und man kann sich eben entsprechende Informationen zu diesen einzelnen Figuren auch mit so einem Highlighting-System, nicht, dass die dann eben hervorgehoben werden, da kann man sich bestimmte Informationen holen. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass wenn man hier mal weiter reinscrollt zu einem Teil, wo, wie man sieht, doch in der Überlieferung größere Schäden aufgetreten sind, man hier sehr schön sieht, wie dieses digitale Medium funktioniert und das ist eben spezifisch für dieses digitale Medium. Wenn Sie sich das mal kurz anschauen, das ist also der Block 6 auf der Ostseite. Was insofern bemerkenswert ist, dass die Ostseite bei griechischen Tempeln gewissermaßen die Hauptseite ist. Schönes Fact, das Sie noch so nebenher mitnehmen können, wenn Sie sich da noch nie eingesehen hatten. Die Ostseite ist dann die Seite, um die es geht. Und hier ist der Höhepunkt dieses ganzen Frieses dargestellt. Da sieht man nämlich die Götter, nicht die klassischen olympischen Götter der griechischen Antike, denen offenbar etwas dargebracht wird. Fragezeichen, das können wir gleich noch klären, was eigentlich die Story sozusagen dieses Bildmediums ist. Und Sie sehen aber, dass hier doch größere Schäden in der Überlieferung aufgetreten sind. Bestimmte Stücke fehlen vollständig. Und dann sehen Sie aber auch, und das betrifft die Information hier in dieser unteren Zeile, die durchaus wichtig ist, dass die sich offenbar an unterschiedlichen Orten befinden. Das Akronym AM steht für Akropolis Museum. Das sind also die Teile, die noch in Athen sind und die jetzt eben tatsächlich in diesem neuen Akropolis Museum sind. BM steht natürlich, keine Überraschung nach dem, was ich Ihnen erzählt habe, für British Museum. Das sind also die Stücke, die da irgendwie mal abgeräumt worden sind und jetzt eben in London liegen. Und da sieht man hier, gibt es noch den schönen Ortsnamen Palermo. Also ist offenbar auch an einem bestimmten Ort in Palermo, dem könnte man jetzt auch weiter nachgehen. Auch da bietet diese Webseite durchaus Informationen zu. Gibt es offenbar auch noch einen Teil, der also weder in Athen noch in London liegt. Und dann gibt es noch ein Overlay, den man anschalten kann, wo man plötzlich irgendwelche Zeichnungen sieht, die irgendwie dann nochmal etwas zeigen, was jetzt im materiellen Befund überhaupt gar nicht mehr da ist. Und das finde ich interessant. Weil das nämlich ja offenbar bedeutet, dass hier dieses digitale Medium beansprucht, dass es Dinge zusammenführen kann, die man als physischer Besucher dieser diversen Museen oder Institutionen gar nicht so direkt zusammen sehen könnte. Jedenfalls ist das offenbar die Hypothese, nicht, die hinter einer solchen Darstellung steht. Ich versuche Ihnen das kurz ein bisschen zu erklären, wie das ist. Diese Skizzen, diese Zeichnungen, die man hier anstellen kann, das bezieht sich auf Zeichnungsserien, die jedenfalls zum Teil noch vor dieser großen Zerstörung Ende des 17. Jahrhunderts angefertigt worden sind. Natürlich gab es da schon Reisende, noch nicht so wie dann später, noch nicht so stark wie im 18. oder 19. Jahrhundert und schon gar nicht so wie in unseren Zeiten natürlich nicht, mit modernem Tourismus und ähnlich. Aber natürlich gab es Reisende, die nach Athen kamen. Und so gibt es eben tatsächlich zeichnerische Darstellungen, zumindest von Teilen dieses Frieses, die den Zustand noch zeigen, bevor dieses Pulvermagazin da in die Luft gejagt worden ist von dieser einen venezianischen Kanonenkugel. Und man kann das hier sagen, an- und ausschalten, nicht, ob man das sehen möchte oder nicht. Auch interessant, dass einem die Entscheidung überlassen wird. Kann man auch mal überlegen, warum hat man das so gemacht. Nicht offenbar, weil man doch den materiellen Befund als solchen auch identifizierbar lassen möchte, aber diese Anreicherung sozusagen auch haben will. Und dann gibt es eben hier fotografische Reproduktionen dieser diversen Stücke, nicht, die eben teils in Athen, teils in Großbritannien, in London, teils eben hier in Palermo sind. Und gelegentlich finden Sie auch mal Louvre, ne, auch so als Stichwort, das irgendwo steht. Und dieses Münchner Stück wird natürlich dann eben auch irgendwo ausgewiesen sein. Und das alles zusammenzunehmen, ist offenbar diese Funktionalität dieser Seite. Heißt das also, um mal die Frage direkt zuzuspitzen, dass ein digitales Medium gewissermaßen die Lücke füllt, ja? Oder vielleicht dann auch diesen Restitutionsdiskurs irgendwie beilegen oder befrieden könnte? Dickes Fragezeichen natürlich. Ne? Das kann man durchaus diskutieren und es gibt natürlich solche Ansätze.
Es gibt Positionen, die sagen, in der Tat, eigentlich ist Digitalisierung, Virtualisierung die Antwort auf diese Probleme. Weil wir da eben in einem Medium, das nicht konkret an Ort gebunden ist, alle diese Dinge zusammenführen können, Anschaulichkeit, Erfahrung und Ähnliches leisten können und uns eigentlich gar nicht dann mit der Frage mehr konkret rumschlagen müssen, wo jetzt gewissermaßen die Originale liegen. Ich bin nicht sicher, ob ich dieser These zustimmen würde, ehrlich gesagt, jetzt auch aus fachlicher Sicht gesprochen, aber es gibt sie durchaus. Und es ist kein Zufall, dass tatsächlich konkret in dieser Auseinandersetzung um eine mögliche Restitution der Stücke, die da im British Museum liegen, das zum Teil auch formuliert worden ist als etwas, das sozusagen diese Lücke, die ja so oder so irgendwo gerissen wird, geheilt werden könnte. Nicht? Konkret hat die Louvre-Niederlassung in Abu Dhabi, die sich sehr stark um Digitalisierung Ähnliches bemüht, den Vorschlag gemacht, sollte es eine Restitution nach Athen tatsächlich geben, dass man das nicht als Leerstelle irgendwie lässt im British Museum, sondern dass man da versucht, irgendwas mit Virtual Reality, Augmented Reality zu machen, dass man vielleicht eine Art von Kopie präsentiert, die kann man physisch natürlich machen. Das ist eine ganz bewährte Technik. Die guten Gipsabdrücke, von denen Sie vielleicht schon mal gehört haben, mit denen man schon seit einigen Jahrhunderten arbeiten kann. Und dass man die aber dann auch mit einer Art von digitaler Medialisierung gewissermaßen anreichert, ja, sodass Restitution nicht heißen würde, das Museum, das die jetzt erstmal hatte als Status Quo, hat dann quasi nichts mehr oder kann zumachen oder Ähnliches, sondern da wäre dann trotzdem irgendwie noch was, das aber eine sozusagen hybride Medialität nutzen würde. Solche Vorschläge werden durchaus formuliert. Und jetzt mal unabhängig von der Frage, ob wir dem zustimmen oder nicht, Sie ahnen schon, dass das natürlich die Restitutionsdebatte nicht wirklich beilegt. Ne? Und natürlich nicht das Ende solcher Diskurse herbeiführt. Und das ist, glaube ich, auch klar, kann ich auch aus fachlicher Sicht sagen, die Frage, wo das Original ist, bleibt natürlich relevant. Aber es ist interessant, nicht? Dass sowas formuliert wird als Vorschlag. Und das ist, glaube ich, was dazu einlädt, mal die Frage zu stellen, was kann jetzt eigentlich so ein Medium? Was leistet konkret eine solche Form von Digitalisierung, wie man es hier schön sieht, mit diesen Layers, nicht, die man so an- und ausschalten kann? Und was leistet es eben möglicherweise auch nicht? Das finde ich toll, ne? Dass man angesichts eines solchen Befundes, wie wir ihn hier haben, und einer solchen Medialität darüber doch einmal sehr direkt nachdenken kann. Vielleicht, um das mit zwei, drei fachlichen Punkten jetzt aus Sicht der Altertumswissenschaft zu unterfüttern, was würde vielleicht dafür sprechen, was steht dem im Wege? Natürlich ist für manche Fragen, die man an die Gegenstände richtet, die Anschauung des Originals unerlässlich. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, diese Frage nach der Farbigkeit, dass das eigentlich ja mal als Skulptur bemalt war. Um dem irgendwie näher zu kommen, muss man halt die Originaloberflächen analysieren. Das geht einfach nicht anders. Das kann man mit verschiedenen Techniken machen. Und da gibt es übrigens eine ganz witzige Pointe, weil ich eben schon das Argument diskutiert habe, dass gelegentlich die Institutionen, die jetzt als Status Quo eben Dinge haben, die ursprünglich mal da in Athen an diesem Gebäude waren, sagen, naja, was ein Glück, ne? Was wäre sonst passiert mit denen? Es gibt zum Beispiel im Fall des British Museums Restaurierungsaktionen, die innerhalb dieser Zeit, die die Stücke in diesem Museum jetzt schon verbringen, stattgefunden haben, die Oberflächen zum Teil sehr stark verändert haben. Da hat man sie stark gereinigt, auch mit kratzendem Material, sodass für Mikroanalysen der Oberflächen da jetzt plötzlich Probleme auftreten, ironischerweise, obwohl sie eigentlich im Museum waren und immer hätten sicher sein sollen. Ne? Wenn die Stücke in Athen da eben eine gewisse Zeit lang da noch hingen und dann industrialisierte sich die Stadt und dann gab es entsprechende Einwirkungen und Ähnliches. Also manchmal ist das gar nicht so klar zu sagen, wo die Stücke wirklich sicherer sind. Und das, glaube ich, hilft uns auch, die Komplexitäten sozusagen dieser Geschichte, die solche Stücke mit sich führen, zu verstehen. Aber das wäre mal ein Beispiel für eine ganz fachliche und ganz direkte Frage, die am Original gewissermaßen nicht vorbeikommt. Ne? Und das wäre etwas, das man nur über eine reine Visualisierung in einem digitalen Medium nicht sozusagen lösen oder beheben kann. Das natürlich für Fragen rechtlicher Natur, ne, Eigentumsansprüche und Ähnliches, es ohnehin immer darum gehen wird, wo wirklich das Original liegt, ist, glaube ich, sowieso klar. Und auch für die größere kulturpolitische Debatte spielt das immer auch eine Rolle. Und das ist interessant, finde ich, dieses Zwischenfeld einfach mal zu sehen, auszuloten und sich selber auch die Frage zu stellen. Das heißt ja auch Digital Humanities. Ne? Was können wir jetzt hier tun, was nicht, was passiert da und Ähnliches. Ne? Aber jedenfalls mal zu sehen, was man machen kann in so einem Medium, jetzt eben eine Webseite, die auch zugänglich sein soll. Sie brauchen ja keine 3D-Brillen oder Ähnliches, das ist auch Absicht, dass man die einfach benutzen kann. Ja, man hat ein Smartphone, macht das auf und kriegt das hier gezeigt und es funktioniert. Das, glaube ich, sehen Sie hier wirklich mit State of the Art. Und dann, glaube ich, lädt das einfach mal dazu ein, genau diese Fragen tatsächlich zu stellen. Was ist möglich, was ist nicht? Und gerade diese vielleicht etwas unscheinbare Funktion, dass man diese Sketches, nicht,
aus der Zeit noch vor der Zerstörung im späten 17. Jahrhundert an- und ausschalten kann, ist, glaube ich, etwas, was das sehr klar und sehr deutlich macht. Bevor ich mit dem nächsten Schritt sozusagen weitermache, der Sie nochmal in Interaktion bringen will, an dieser Stelle aber nochmal die Rückfrage und zugleich auch die herzliche Einladung, gibt es dazu noch direkte Nachfragen? Sei es zu dieser Website, ihrer Funktionalität oder diesen Hypothesen, die ich versucht habe, gewissermaßen zu unterstreichen, die vielleicht dahinter stehen und die uns auch einladen, Fragen zu stellen. Ja, sehr gerne. An welches Publikum richtet sich die Website? Das ist eine ganz gute Frage. Und ich glaube, dass die Antwort, die ich jetzt auch sagen versuche, daraus zu ziehen, nicht? Ich weiß nicht, ob es irgendwo mal ein direktes Statement gibt. Mir wäre es bislang nicht untergekommen auf dieser Webseite, wo das steht. Ich glaube, dass sie versucht, sich wirklich an ein breites Publikum zu richten. Mit Breite meine ich, es ist der Anspruch, tatsächlich auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand zu argumentieren, das zu präsentieren. Sie sehen auch, dass sie nicht davor zurückschrecken, auch mal längere Texte irgendwie darzustellen, nicht mit Verweisen auf Forschungsliteratur, mit auch dem Benennen von Forschungsdebatten, die sich zumal an der Deutung dieses Frieses festmachen. Dazu kommen wir auch gleich noch, jedenfalls in Ansätzen versprochen. Und andererseits soll es aber eben tatsächlich zugänglich sein. Das ganze Look and Feel, das User Interface ist auf dem Level sozusagen, mit dem man das auch tut, ohne aber, das finde ich auch spannend, das zu machen, was manche Ansätze in den Altertumswissenschaften auch tun, dass sie zum Beispiel Gaming Engines verwenden. Es gibt das durchaus, gerade in der Altertumsdidaktik, nicht? Es gibt nicht wenige Lehrkonzepte, zum Beispiel auch für Schulen, die sagen, wir benutzen Assassin's Creed, nicht diese eine Folge, wo es plötzlich dann ums antike Griechenland und sowas geht. Was ich nicht unheikel finde, ehrlich gesagt, da steht natürlich verschiedene Fragen sofort im Hintergrund. Das sind gewinnorientierte Unternehmen, die es machen. Dann kommen die ganzen Copyright-Fragen und ähnliches. Es ist natürlich, so sehr die schon sich auch wirklich mit fachlichen Fragen beschäftigt haben, es bleibt ein sehr eigener Zugriff natürlich. Das ist eine Exploitation sozusagen, nicht eine Ausbeutung gewissermaßen von eigentlich der Öffentlichkeit gehörenden kulturellen Ressourcen. Fragezeichen, gar nicht polemisch gemeint, aber solche Fragen kann man stellen. Und die Diskurse gibt es, nicht? Das ist etwas, was diese Webseite sehr dezidiert nicht tut. Das sehen Sie auch. Ne? Und es versucht nicht, sich darüber sozusagen jetzt attraktiv zu machen, trotzdem aber zugänglich zu sein, so interpretiere ich jedenfalls gerade auch das User-Interface, aber immer mit der Idee, doch tatsächlich einen wissenschaftlich fundierten und auch aktuellen Informationsgehalt gewissermaßen zu vermitteln. Und ich glaube, das ist sagen so die Doppelbewegung, die hier gemacht wird. Das passt sehr gut in die Kulturpolitik, sage ich jetzt mal so als Kontextwissen dazu, wie der griechische Staat sie auch relativ kontinuierlich betreibt, durchaus auch das über Regierungswechsel und politische Meinungen und ähnliches hinweg. Und ist, glaube ich, auch insofern sicherlich ein Aushängeschild auch irgendwie, nicht? In der Kulturpolitik, die jetzt eben so ein Medium dieser virtuellen Darstellung in so einer Webseite verwendet, um damit sicherlich auch einen Punkt gewissermaßen zu machen. Ich glaube, das ist die Antwort, die man in groben Zügen darauf geben kann. Ob das funktioniert oder nicht, ist wiederum Frage unserer Einschätzung. Und auch der Debatte, die wir darüber natürlich führen können. Der Anspruch ist zunächst einmal der. Gibt es weitere Fragen, die sich direkt an dieser Stelle aus der Runde erheben? Schön, dann zeige ich Ihnen mal noch ein Feature und lade Sie dazu ein, das mir eine Besonderheit zu sein scheint. Widersprechen Sie mir gerne, wenn Sie andere Erfahrungen haben oder sowas schon mal gesehen haben. Mir scheint das aber neu und durchaus originell zu sein. Denn neben dieser Darstellung Explore the Freeze, die wie gesagt wie so eine Bildbrowser funktioniert, nicht, gibt es noch eine andere Rubrik, von der ich mal vermute, dass sie irgendwie auch sagen, der Punkt dieser Webseite ist. Nämlich etwas, das so schön heißt Thematic Tools. Und das finde ich deswegen ganz interessant, weil hier aus diesem Medium einer solchen Website und damit eben eines dezidiert digitalen Mediums nochmal mehr gemacht wird als einfach nur so ein Bildbrowser. Denn man könnte ja zu dem, was ich Ihnen bislang eben gezeigt habe, und ich glaube auch dafür müsste man gar nicht polemisch werden, mal die Rückfrage stellen, was ist daran jetzt eigentlich wirklich neu? Nicht, das wäre eben das digitale Äquivalent zu etwas, was natürlich vorher in Printpublikationen ja auch schon gemacht wurde. Natürlich gibt es selbstverständlich archäologische Bände und auch andere populärwissenschaftliche Darstellungen, wo man sich irgendwie Bilder, Fotografien eben dann in diesem Fall, von diesen einzelnen Friesblöcken anschauen kann. Natürlich haben die beteiligten Museen entsprechende Printpublikationen längst schon mehrfach aufgelegt und ähnliches. Und dann könnte man ja argumentieren, okay, was heißt die Digitalisierung, was ist neu, was ist speziell? Die Frage kennen Sie alle natürlich. Ne? Das ist ja dann vielleicht eigentlich gar nicht so viel mehr.
Aber ich finde, mit diesen Thematic Tours, das würde ich jedenfalls mal so als Arbeitshypothese in den Raum stellen, da passiert noch mehr. So, und was da passiert, das dürfen Sie jetzt alle einfach mal selber ausprobieren. Also die herzliche Einladung oder, wenn Sie so wollen, die Aufgabe gewissermaßen für eine weitere 10-Minuten-Einheit, dass Sie sich tatsächlich gerne nach Interesse übrigens mal eine dieser Thematic Tours rausgreifen und zumindest mal anfangen, sich von dieser Seite so durch diesen Fries leiten zu lassen. Das müssen Sie nicht unbedingt abschließen, da braucht man wahrscheinlich mehr Zeit als 10 Minuten, aber das macht auch gar nichts. Das lädt Sie ein und Sie können ja gerne auch selber da nochmal auf die Seite zugreifen, was damit machen. Und dann würde ich gerne mit Ihnen nochmal ins Gespräch kommen, was da eigentlich genau passiert. Nicht, ob Ihnen das einleuchtet und ob da nicht vielleicht ein Mehrwert liegt, den sowas wie diese digitale Medialität leisten kann, gegenüber eben dem, was man vielleicht sonst in einem Buch hätte oder ähnlichem. Aber das, wie gesagt, muss. In diesem Sinne, ja, ringfrei für Ihre eigene Tour. Klicken Sie sich mal durch und dann reden wir gleich nochmal drüber und haben so dann, glaube ich, einen ganz schönen Abschluss für die Diskussion hier in dieser Sitzung. Sondern es spielt so halt thematisch von. Genau. Also ich habe das mit den Chariots angesehen und da war es auch. Ich würde sagen, es ist auch komplexer geworden. Also hat nicht nur Sachen so übersprungen, sondern es hat einen leichten Einstieg gesucht. Richtig. Und dann Aspekte der Darstellung nacheinander sind hier. Ja, finde ich eine gute Charakterisierung, aber ich frage noch weiter in die Runde. Andere Eindrücke oder auch Ergänzungen, Unterstreichungen, alles erlaubt, ja? Mir ist auch aufgefallen, dass es sehr leicht ist zu routinen. Mhm. Also ich glaube, sehr viele Menschen können sowas dann. Yeah. Die Frage ist halt, ob man das lesen kann. Ja. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch eine Audio-Version von gibt. Aber es war recht simpel. Ja. Mhm. Sicherlich auch die Intention offenbar dahinter steht, nicht? Das knüpft an die Frage an, die eben ja auch schon gestellt worden ist, und der Zielgruppe, indem man das zugänglich macht und ähnliches. Ja. Weitere Eindrücke, die Sie artikulieren möchten? Ja? Also ich finde es teilweise gar nicht so intuitiv. Mhm. Die Sprache ist recht hoch. Ja. Also auch wenn einzelne Fachwörter halt hinterlegt sind, mit dem Wissen beispielsweise, was ist das für ein kleines Stück, muss man trotzdem, also ich bin nur durch Zufall drauf gekommen, dass man manches ein kleines Dialogfenster öffnet, weil es halt in einer anderen Schriftform ist, aber darüber hinaus ist es, soweit ich gesehen habe, nur Griechisch und Englisch, das schränkt den Sprachgebrauch natürlich auch sehr ein. Ja. Und ich muss sagen, das Menü fand ich ein bisschen unintuitiv. Die Startseite ist sehr hübsch animiert, aber wenn ich zum Beispiel bei Explore the Freeze nicht auf Exploring komme, weil dort nichts angeklickt werden kann, sondern ich erst in das kleine Menü oben links gehen muss, um dann auf die vier Parts zu kommen, das hätte man besser gestalten können vielleicht. Also sehen schon, man kann die Frage auf sehr unterschiedlichen Ebenen legen. Das ist der direkte Zugriff, den Sie gerade haben. Usability wäre, glaube ich, das Stichwort. Wie ist es gemacht? Wie ist es technisch umgesetzt? Was Sie sagten am Anfang, ist eher so die Grundfrage. Wie funktioniert es medial sozusagen? Ich glaube, beide Ebenen sind immer im Spiel, wenn man sich mit solchen Medien beschäftigt. Ich frage erstmal in die Runde nach weiterem. Ja, sehr gerne. Also, was mir noch aufgefallen ist, dass ja zwar es Beschreibungstexte gibt, wenn man aus Versehen aber die Sketches ausgeschaltet hat, dann muss man, also und nicht so gut darin ist, die ganze Website zu erfassen, dann muss man erstmal wieder finden, wie man es anschaltet, weil teilweise ja nichts zu sehen ist ohne die Sketches. Jedenfalls auf den Seiten, wo es größere Lücken gibt. Genau. Nicht? Genau. Und manchmal, wenn Steine, Blöcke erhalten sind, aber die halt so kaputt sind, dass man gar nichts mehr sieht, ist einfach nur, hier sehen Sie übrigens das und das, und dann sind da so raue Wände. Und das ist, ich weiß nicht, da hätte ist vielleicht diese Form der Darstellung der Sketch nur als dahinter vielleicht auch fällt ein bisschen flach. Also dass sie vielleicht haben sie auch im Vordergrund wohnen können oder so. Ja. Weitere Äußerungen aus der Runde? Dann versuche ich mal eines, weil ich diese, ich dachte eben, es gibt verschiedene Ebenen, wie man das nimmt. Es wird ganz viel gesagt zum Thema Benutzbarkeit, wie ist es präsentiert und ähnliches. Ich kann vielleicht einen kurzen Kommentar liefern zu dem Punkt mit den Sprachen.
Das ist sicherlich auch eine Frage von Ressourcen natürlich, die man zur Verfügung hat. Ne? Können öffentliche Stellen eine eigentliche Lokalisierung leisten? Welche Sprachen sollte man nehmen? Ich glaube, die Tatsache, dass es Griechisch und Englisch ist, ist bezeichnend und verrät auch schon irgendwie was über die Art der Kulturpolitik, die hier betrieben wird. Ne? Also zur Zielgruppe gehören natürlich auch Griechen, wenig überraschend, aber das darf man vielleicht auch erwähnen. Ne? Und in gewisser Weise natürlich die Tatsache, dass wir auch Teil des Zielpublikums sind, über die Lingua Franca Englisch, eigentlich ja schon eine Ausweitung sozusagen gegenüber dem, was vielleicht zunächst mal Aufgabe des griechischen Kultur- und Sportministeriums wird. Ne? Also vielleicht kann man es auch von der Seite her betrachten. Lassen wir vielleicht mal diese ganzen konkreten Punkte, die alle diskutabel natürlich sind. Ne? Was ist in der Benutzerführung, wie funktioniert es im Detail, wie ist es mit diesen Overlays, diesen Ebenen gelöst und Ähnlichem, was sieht man nicht. Dass es Lehrbefunde gibt, ist für den Altertumswissenschaftler völlig normal und keineswegs schockierend und immerhin ein Monument, das ich würde sagen, ziemlich gut erhalten ist. Aber da sind vielleicht auch sagen, die Gewohnheiten, ne, die man hat und die Sehbetrachtung etwas unterschiedlich. Ich will nochmal spezifisch raus auf diesen Punkt, den Sie ganz am Anfang sehr schön markiert haben, nämlich diese Frage, zu welcher Art von Betrachtung und Benutzung laden diese Thematic Tours eigentlich ein? Wenn ich mal das, was Sie eben sagte, versuche etwas sagen, allgemein zuzuspitzen, könnte man doch sagen, hier geht offenbar diese Webseite raus aus der Linearität dieses Frieses. Ne? Besonders schön diese Stellen, wo man so hin und zurück springt. Ne? Das gibt es mehrfach, zumindest bei manchen dieser Tours. Man fängt irgendwo an. Sie sagten schon, da spielt sicherlich auch so ein didaktisches Kriterium eine Rolle, wo steigt man leicht ein. Vielleicht auch ein narratives, denn es ist ja doch offenbar eine Art von Story, die erzählt wird. Können wir auch gleich noch drüber sprechen, ne? Inhaltlich sozusagen, was diesen Fries angeht. Und dann geht das dann hierhin und dahin, vielleicht auch hin und zurück und Ähnliches. Das heißt, diese erstmal ja sehr klare Gerichtetheit, die so ein Fries hat, das, was ich eben sehr vorsichtig mit einem vielleicht metaphorischen Begriff des Lesens belegt habe. Ne? Man könnte an sich anfangen an einer Ecke, wo das startet, ne? Und dann geht man einmal rum, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, so wie es vielleicht dieser Browser, also diese Sektion Explore the Frieze nahelegt. Und hier geht man offenbar raus, nicht? Aus dieser strikten Linearität und hat irgendwie so eine Art freiere Führung sozusagen. Verrät uns das irgendwas über das Bild dieses Frieses? Ist das plausibel? Würden Sie sagen, das entspricht diesem Bild? Oder ist das was man sozusagen drauflegt? Ist das jetzt kurz gesagt bloße Didaktik? Das ist interessant und man wird mal an die Hand genommen und kriegt was gezeigt. Oder steht das irgendwie auch in Verbindung mit diesem Bildmedium selbst? Was meinen Sie? Wie kommt Ihnen das vor? Ja? Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man sich das Fries jetzt angucken will, als wenn man geht man davon aus, dass alle Teile da sind, wo sie hingehören. Mhm. Von diesem riesigen Tempel steht, da kann man ja nicht dann von A nach B springen, sich das angucken und dann wieder zurück. Da rennt man ja Unmengen ab. Ja. Man, hier kann man dann einfach springen und dann hat man natürlich einen Vorteil zu dem, als wenn man davor stehen würde. Das wäre also, so argumentieren Sie, und das ist in der Tat was, das man mal so formulieren kann, jedenfalls Überlegung, ein Vorteil, den jetzt spezifisch dieses Medium bietet, und der vielleicht sogar gar nicht da wäre, selbst wenn wir den perfekt erhaltenen, idealen Tempel noch hätten und wir würden ihn wirklich konkret besuchen, sozusagen. Ne? Interessante These. Ja. Ich lasse die Runde mal einfach weiter laufen. Gibt es da Zustimmung, Widerspruch? Haben Sie andere Ideen auf diese Frage hin, nicht nach Medialität dieses Bildes und dann dem, was eben diese Webseite jetzt daraus macht, mit diesen Tours und Ähnlichem? Ja. Man kann ihn überhaupt sehen. Das habe ich gesehen, in welcher Höhe der sich ja. Also das heißt, es ist eigentlich dadurch ganz unabhängig von der thematischen Sortierung, dass diese sich auch in anderen Medien realisieren, keine Frage. Ja. Aber er ist so auf alle Fälle überhaupt erst einmal zugänglich. Ja, das ist die Grundvoraussetzung. Mhm. Inklusive dann der neuen thematischen Sortierung, die es unmöglich macht, auch aus der Distanz bestimmte Details zu erkennen, wenn sie denn nicht mal mehr vor Ort sind. Ja? Das sowieso. Als Lehrbefund. Das sowieso, in der Tat. Ich meine, das wäre eine Frage, nicht? Also ich finde das Experiment sehr, sehr spannend und das ist natürlich leider ein Stück weit hypothetisch, weil wir da wohl nicht mehr rankommen. Die Farbigkeit wird die Visualität nochmal sehr verändern natürlich. Ne? Wenn das ins Spiel kommt, wir könnten das wirklich mal sicher sehen, wie das im Original gewesen wäre. Es bleibt eben Gegenstand von Hypothesen und Rekonstruktion. Wäre das sicherlich nochmal was anderes? Aber in der Tat, spannende Frage. Ne? Was kann man überhaupt sehen, wie und was passiert jetzt hier, sagen wir mehr? Da war aber noch eine Meldung.
die ich auf jeden Fall auch zu Wort kommen lassen will, ja? Ja, eigentlich hier anschließend, dass es halt nicht so viel auf einmal ist, sondern halt ein Aspekt halt beleuchtet wird. Also wahrscheinlich ähnlich wie ich schon gesagt hatte. Ich finde das mit dem Springen in den Touren ganz schön, weil ich finde, dass das eine Dynamik irgendwo da reinbringt, sich mit dem Fries auseinanderzusetzen, was ja vielleicht von so einem Medium-Bildschirm, wenn man sich darauf unterbricht, nicht unbedingt zu erwarten ist und dass deswegen auch vielleicht die Qualität von den Touren nochmal näher angeht an die Qualität, wie wenn wir die in, wenn wir den Fries in echt sehen. Das finde ich einen sehr spannenden Punkt, den Sie bringen, weil der uns jetzt, glaube ich, mal nach Restriktion in der anderen Richtung fragen lässt. Das heißt, Sie überlegen auch von dir, Alexander, was wären die Einschränkungen, wenn wir uns vorstellen, wir könnten tatsächlich den original antiken Befund live und in Farbe sehen. Natürlich, der Bildschirm bietet seine eigene Restriktion. Und eigentlich ist es gar nicht so leicht, auf diesem 16:9 oder 4:3 Format vernünftig umzugehen mit diesem ganz langen Fries, der wirklich dieses Gebäude bespielt. Man kann da lang gehen. Und dieses Prozessionsmäßige, dazu, wie gesagt, sage ich auch gleich noch was, was da eigentlich dargestellt ist, ne? Dass man da so wunderbar ins Bild setzt, ist eigentlich gar nicht so leicht zu packen für diese Art von Medialität. Finde ich auch interessant, darüber nochmal nachzudenken. Wir akzeptieren dieses Screen irgendwie so ziemlich selbstverständlich, aber eigentlich ist das in gewisser Weise kontraintuitiv. So schauen wir eigentlich nicht. Unsere Augen sind immer in Bewegung, erfassen immer räumlich, wir bewegen uns auch selber irgendwie und machen was. Ne? Dann hat man plötzlich so diesen Kasten gewissermaßen, ne? Auch wenn er flach ist heutzutage, aber irgendwie. Und das ist sicherlich auch ein Versuch, interpretiere ich auch so, dieser Seite mit dieser Restriktion umzugehen und dann eben doch wieder was zu gewinnen sozusagen für die digitale Repräsentation, was das Original nun wirklich selbstverständlich hat. Das funktioniert, ne? Dieses Lange, dieses Breite, dieses Bewegen und ähnliches und das irgendwie mit rüberzunehmen sozusagen. Ja, das finde ich eine gute, eine einleuchtende Interpretation. Alexander? Zur Totalität vielleicht noch. Ja. Die Wahrnehmung ist natürlich höchst selektiv. Also das heißt, es präsentiert natürlich... Das ist so. Einen bestimmten Ausschnitt, bestimmte Geschichten, die sich vielleicht besonders einfach und plausibel erklären lassen. Genau. Und das problematische Dinge ein bisschen weiter außen vor. Vielleicht problematische Dinge, man könnte natürlich auch sagen, es ist schwierig, möglicherweise das. Es ist vielleicht auch, um das sagen, ins Aktivierende zu drehen, vielleicht auch an die Einladung, dass sie alle ja frei sind, auch ihre eigene Geschichte sozusagen zu entwickeln und nachzugehen. Ne? Da komme ich nochmal zu einem Punkt, den ich einfach mal so zum Nachdenken mitgeben will. Den können wir jetzt aus Zeitgründen nicht komplett entwickeln, zumal ich einen Punkt eben auch gleich zum Inhalt noch zumindest einfach sagen will, dass der auch nicht verloren geht. Man sollte mal die antiken Bildbetrachter nicht unterschätzen, sowohl was ihre Mobilität als auch ihre Bereitschaft zur komplexen Auseinandersetzung mit Bildmedien angeht. Ich kann mir grundsätzlich ganz gut vorstellen, zugegeben, ich kann es nicht empirisch untermauern, aber das ist das, was wir immer als Problem haben, wir Altertumswissenschaftler, dass sehr wohl auch antike Bildbetrachter hin und her gehen, dass sie sich intensiv bewegen, dass sie Verbindungen ziehen, dass sie nochmal rumgehen, dass sie nochmal nachschauen. Und wenn nur mal so als Anregung zum Nachdenken, wenn die Hypothese stimmt, jetzt komme ich zum inhaltlichen Punkt, dass hier eine Prozession gezeigt wird, wie sie idealtypisch bei einem der ganz großen Feste der Stadt Athen sich dargestellt haben kann, nämlich bei den sogenannten Panathenäen. Einen der ganz großen, unserem hochgehängten Festtage, wo man eine große Prozession hat, die durch die ganze Stadt geht, bis dann hinauf, letztendlich auf die Akropolis und zu einem ganz alten Kultbild der Athener führt, also nicht diesem neuen Parthenon-Tempel, sondern etwas älteren, und dort ein Gewand, ein so ein Peplos der Gottheit darbringt. Dann passiert das ja regelmäßig. Das ist ja was, was zum Erfahrungsschatz des damaligen Publikums gehört. Und die gehen da lang, dann letzten Endes ja auch an diesem Parthenon, auch an diesem Fries, also kurz gesagt, wir können ja vor Ort Betrachter unterstellen, die das regelmäßig sehen, dieses Monument. Dann wird man ja vielleicht auch aufmerksam auf andere Dinge, die einem vorher entgangen sind. Da geht man vielleicht einer anderen Spur nach, erzählt die Geschichte sozusagen neu für sich, entdeckt sie neu, nicht? Und wir können ganz gut plausibel machen, dass wir das auch unterstellen dürfen als Rezeptionshaltung, die ein antikes Publikum hatte. Das würde vielleicht bedeuten, dass der Gap sozusagen zwischen so einer Präsentation und dem, was das Medium selber auch erstmal nahelegt, vielleicht am Ende gar nicht so groß ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Hypothese, aber vielleicht mal so zu nachdenken. Ne? Das finde ich ziemlich interessant, dass es da vielleicht eine Annäherung irgendwie geben könnte. Da war aber noch eine Meldung. Bitte schön. Ja, genau. Ich wollte nochmal an den Gedanken der Selektion anknüpfen, weil wir hier eine Auswahl an Motivthemen hat, die dann
Reihe noch durchgegangen wäre. Was mir jetzt bei der Arbeit oder beim Anschauen der Webseite aufgefallen ist, ich war selber noch nicht in der Gruppe, dass das für mein Gefühl ist schon sehr stark kontextualisiert ist, das Ganze. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass man sozusagen, also beziehungsweise anders ausgedrückt, ich habe den Eindruck, dass hier vor allem es eher um den Mehrwert halt einfach nur der Webseite geht, dass um auch auf diese eine Frage bei den Restriktionen, okay, wie weit kann das digitale Medium denn da so etwas vielleicht sogar ersetzen, würde ich sagen, es kann eine Erweiterung bieten, allerdings nicht wirklich dieses Erleben der Kunst vor Ort wirklich ersetzen, wäre jetzt so mein Gefühl. Ich finde das, aber es ist halt eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr spannende Mehrwert, der hier drin hat, dass man eben die Option hat, okay, aber was erzählen denn jetzt die einzelnen kleinen Motive für Geschichten und auch mal wenn ich damit arbeiten möchte und sage, okay, ich habe hier vielleicht eine kunsthistorische Fragestellung, was kann ich mir dazu anschauen? Genau. Das ist natürlich viel praktischer als... Ja. Genau. Ja. Das hat sicherlich auch den Anspruch, so eine Art von digitalem Referenzwerk zu sein. Nicht? Es ist zitierbar mit dieser Blocknummerierung, man kann sich darauf stützen, es ist wissenschaftlich untermauert und ähnliches sicherlich auch eine Intention. Mir gefällt das ganz gut, was Sie sagen. Also da kann man natürlich unterschiedlicher Ansicht sein und vieles diskutieren, mir leuchtet das ein. Also wenn wir, ich komme zurück zu diesem Punkt, dass wir da demnächst mit unseren Studierenden da nach Athen fahren werden, ist das natürlich ein Punkt, den wir immer machen, dass wir sagen, allein sowas wie naturräumlichen Gegebenheiten zu sehen, das Licht, das Klima, dieses Gesamtensemble irgendwie, was heißt es, auf diesen Berg zu steigen, das besagt ja was, man muss da raufgehen, dieses Erleben von Räumlichkeit, von Körperlichkeit, von Bewegung und ähnlichem, das ist ja sicherlich nochmal was, was man so nur da erleben kann. Ich nehme an, die Macher dieser Seite würden Ihnen völlig recht geben und sagen, und deswegen sollen die eben auch alle wieder nach Athen kommen, diese Stücke, ne? Damit man da den Ort hat. Und das können wir Ihnen jetzt abkaufen oder nicht oder Ihnen zustimmen. Ich denke, das ist sicherlich so, dass die Intention dieser Autorenschaft hier nicht die ist, das ersetzt buchstäblich das Ding selber. Ne? Aber es soll offenbar in der Tat einen Mehrwert schaffen. Ich wollte Ihnen das mal präsentieren, gerade mit diesen Thematic Tours, über die man vieles diskutieren kann, zu denen man unterschiedlicher Meinung sein kann. Weil das, finde ich, mal zumindest ein Versuch ist, mehr zu machen als nur die nächste Bilddatenbank, ja? Der nächste Browser. Sehr oft ist ja Digitalisierung am Ende, wenn wir ehrlich sind, dann vor allen Dingen das. Leidiges Problem, könnten die Forschungsprofis hier auch vieles zu beitragen. Und da, finde ich, ist zumindest mal der Versuch unternommen, ne, was auch immer man dazu sagen kann, irgendwie mal wirklich einen Mehrwert zu produzieren, der als solches erstmal spezifisch für dieses Medium ist, aber das wäre zumindest meine Hypothese und die Einladung ist auch mal so zu sehen, vielleicht gerade deswegen Dinge auch nochmal sichtbar macht, die irgendwie in diesem Fließ schlummern sozusagen. Mhm. Und die auch jemand in der Artikel durchaus hätte heben können sozusagen. Jetzt, wie versprochen, vielleicht nochmal ein, zwei Worte einfach zu diesem Kontext und zu dem Inhalt, weil das auch ziemlich interessant ist. Bei manchen dieser Touren, vor allen Dingen bei den Pferden, die sind übrigens berühmt, diese Pferdedarstellung, aus ganz verschiedenen Gründen. Kunsthistorisch enorm wichtig, immer wieder nachgeahmt in der Antike und danach. Ne? Ganz, ganz, ganz spannende Sache. Da wird auch was gesagt dazu, wie diese Bilderzählung gestaltet ist, wie sie sozusagen artikuliert ist. Und das ist ja, Sie nicken ganz genau, vielleicht können Sie den Punkt auch in die Runde geben, wenn Sie die Pferde gesehen haben. Was ist denn da das Gestaltungselement sozusagen? Wie funktioniert das? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich darauf jetzt anspielen werde, worauf Sie hinaus wollen. Das sehen wir dann gleich. Das Risiko besteht immer. Um die Richtung, wie völlig richtig. Selbstverständlich. Die Pferde gehen, dass es einmal von links nach rechts geht und ganz von rechts nach links. Und ganz gibt es immer diese Beschreibungen zu den Reitern, was für Kleidung sie tragen. Und dann gibt es auch immer, dann kommt es auch darauf an, auf den jeweiligen Teil, dass es dann bestimmte Teile, Gruppen gibt. Genau. In denen, es heißt ja, es gibt dann sozusagen immer so einen leitenden Reiter. Und das ist natürlich irgendwie eine Interpretation des Befundes, völlig klar, aber eine, die ja doch einleuchtet. Nicht? Also offenbar ist diese große Banderolen- oder bordürenmäßige Darstellung visuell gegliedert, indem es Gruppen gibt, indem es szenenstarke Dynamik gibt, die sich abwechseln mit Stoppmomenten sozusagen. Stehen auch immer wieder Figuren dazwischen, die als Ordner gerne interpretiert werden. Das gab es auch bei Prozessionen, das wissen wir. Ne? Die dann eben tatsächlich eher statische Elemente sind und dem Auge auch halt bieten, den Blick lenken, das irgendwie nochmal untergliedern, dieses große, lange Ding. Denn es ist ja eine Kunst für sich, das so zu bespielen, dass es wirklich sichtbar ist, wahrnehmbar, interpretierbar und ähnliches. Ne?
Und auch dafür ist diese Darstellung sehr berühmt, für die Art, wie diese Bilderzählung, ich glaube, so kann man das nennen, gestaltet wird, wie sie rhythmisiert wird, wie eben Momente der Dynamik abwechseln mit der Statik, wie mit diesen Richtungen gearbeitet wird, nicht? Auch mit thematischen Variationen, dann kommen eben plötzlich an einer Station diese Charioteers, nicht? Diese offenbar auch so wettkampfmäßigen Wagenleute und ähnliches, die Opfertiere kommen und ähnliches. Also das ist natürlich so gemacht, dass man als Betrachter auch Halt findet, dass man reingezogen wird, aber auch eine Gliederung angegeben bekommt. Und das ist sicherlich auch eine der Intentionen dieser Thematic Tours, genau diesen Momenten sozusagen nachzugehen und das irgendwie greifbar und deutlich zu machen. Also wieder, glaube ich, so diese Verbindung zwischen dem Angebot, das erstmal gesetzt ist von diesem antiken Bildmedium und dem, was man dann aber eben auch gut aufgreifen machen kann in so einem digitalen Medium. Ich glaube, wir kommen zum Ende ganz genau, perfekt auf den Punkt, wunderbar. Danke sehr, sehr herzlich für die engagierte Mitarbeit, ne? Herzliche Einladung, sich mit diesen Dingen mal weiter zu beschäftigen. Und ich glaube, da kann man sich mal was überlegen, ne? So zum Thema Digitalisierung. Was funktioniert, was geht, wie weit und ähnliches. Und witzigerweise ist oft gerade diese ganz alten Gegenstände, die so eine lange Rezeptionsgeschichte haben, die dazu besonders einladen und da vielleicht auch den nötigen Widerpart sozusagen bieten, dass man sich das gut überlegen kann. Herzlichen Dank.